Heute nehme ich euch mit auf einen Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt. Die Abflugroute bringt uns jetzt erstmal in den Süden der Insel, dann weiter in Richtung Nordosten nach Menorca und weiter raus aufs Mittelmeer. Kurz danach fliegen wir an Marseille vorbei, quer durch die Schweiz, über Zürich, weiter in Richtung Frankfurt. Nach Spesa fliegen wir auf einem nördlichen Steuerkurs ganz einfach erstmal weiter. Und diese grün gestrichelte Linie, auf die wir da gerade zufliegen, das ist dabei die verlängerte Anfluggrundlinie auf die Piste 25 links. Auf meinem Navigation Display sehe ich jetzt die Flugzeuge vor uns auf dem ILS. Jetzt kommen wir dann aus den Wolken raus. Noch fliegt der Autopilot das Flugzeug ganz entspannt einfach das Instrumentenlandesystem runter und der Anfluglotse hier in Frankfurt übergibt uns jetzt an den Tower-Lotsen. Und da ihm das gerade so auch ziemlich gut in den Kram passt, gibt er uns jetzt frei für einen Visual Swing, also einen Sichtanflug auf die 25 Center. 20, return. Wir rollen dann nach der Landung nach rechts von der Bahn ab. Bis zum nächsten Mal und tschüss.